Hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play Zelda Twilight Princess. Ich habe schon wieder vergessen, wie das Spiel heißt, denn ich habe das schon ultra lange nicht mehr gespielt. Ja, für euch, obwohl, ne, das gibt keinen Sinn, ich wollte gerade sagen, jetzt ist die Pause endlich vorbei, aber die anderen 8 Parts habe ich schon gar nicht hochgeladen, deswegen egal. Okay, ich habe mich jetzt schon mal, oder ich habe mir schon mal erlaubt, einfach mal hier hinzureiten, denn wir müssen jetzt zum Hylia-See, wo wir dann in den Wassertempel gehen, oder keine Ahnung, wie der heißt. Ich denke mal, dass der Wassertempel heißt, egal. Und um dahin zu kommen, müssen wir dem Spasti da jetzt einfach mal 20 Rubine bezahlen. Vielen Dank. Und jetzt kann ich mir einen Huhn holen und darunter fliegen und eventuell haben wir sogar noch Glück und stauben einen kleinen Preis ab, denn da unten hat man ja vielleicht so diese Insel gesehen und wenn man ganz oben drauf landet, was super schwer ist, glaube ich, dann bekommt man ein Herzteil. Ups. Lustig wäre auch, wenn ich jetzt diesen Bogen benutzen könnte und den dann dahin werfen, diesen Bumerang. Okay, was ist denn das Huhn, was uns zum Glück führen wird? Ich weiß nicht. Da steht so richtig schön abseits, das ist grau. Aber das will nicht. Doch, du kommst her. Nein. Oh Gott, das ist dann für ein scheiß Huhn. Hallo? Alter. Oh, geht doch. Ist das überhaupt grau? Ja, so grau-schwarz. Das ist was Besonderes. Ich hoffe mal, das klappt mit dem. Okay, ich weiß nicht genau, warum da jetzt auch so ein fetter Rubin ist. Vielleicht kann man auf diesen Felsen da fliegen und dann von dem Felsen aus einfacher dahin. Könnte sein. Aber obwohl, der ist auch noch so ein Rubin. Der ist sogar so ein blauer Riesenrubin. Egal, wir werden jetzt einfach dahin fliegen. Aber mal gucken, ob das klappt. Genau, das hat er jetzt eigentlich gebracht. Okay, das ist schon ein bisschen schwer. Ich merke auch gerade, ich kann jetzt nicht so sonderlich bremsen. Okay, mal gucken, ob ich das hinbekomme. Ich bezweifle das ja stark. Besonders, weil diese Plattform sich eben auch noch dreht. Und ich kann gerade gar nicht einschätzen, ob ich das treffe oder nicht. Oh Gott, ist das scheiße. Aber das ist schon ein ganz schön starkes Huhn. Wenn er mich einfach so aushält. Okay, da sieht man schon mal meinen Schatten. Und ich habe es geschafft. Alter. So, jetzt das Huhn schnell wegschmeißen. Jetzt ganz sanft darunter gehen, Link, nicht springen. Gut. Und jetzt öffnen. Und da ist, glaube ich, ein Herzteil drin. Ernsthaft? Da war einfach nur Geld drin? Ich dachte, da wäre ein Herzteil drin. Aber das Gute ist, ich kann mir jetzt alles da abstauben. Ich jetzt ganz einfach... Willst du mich verarschen? Link, du Spasti, die Geburt! Oh. Ich bin Link, ich jump mal auszusehen, volle Kanne da vorbei. Wie dumm ist der denn? Oh, Link. Du hast schon wieder eine grandiose Leistung, weißt du? Oh, egal, wenigstens noch ein bisschen gelbt. Gelbt vor allem. Und eigentlich lohnt sich das voll ab, Minispieler zu spielen, weil man bekommt so viel, ja, schnell Rubine. Warte, Satz, keine Ahnung. So, jetzt müssen wir zu diesem lila Punkt. Glaube ich zumindest. Und dann da runter. Ich weiß es aber, um echt zu sein, ich hoffe mal, dass das stimmt. Ich muss mal meine Eisenstiefel anziehen, aber ich gehe jetzt erstmal weiter nach da. So, ein bisschen schwimmen. Und dann richtig abspacken bei. Jetzt ziehe ich mal die Dinger an. Ja, doch, das sieht schon mal ganz gut aus. Ich glaube, wir werden hier auch die Unterwasserbomben brauchen, kann das sein? Ich glaube schon. Ich schwimme mal kurz noch ein bisschen weiter rüber. So. Oh Gott, ich finde diese Steuerung extrem dumm. Ich hoffe, man muss die nicht allzu oft benutzen. Den Wassertempel. Die gammeln Soras rum. So. Und hier muss man jetzt, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, eine Bombe benutzen, oder? Hier? Ich habe gerade keine Ahnung mehr. Ablegen. Ich hoffe zumindest. Oh, jetzt ist die runtergerollt. Egal. Hat trotzdem getroffen. Ich weiß gerade nicht genau, warum da oben... Ach, okay, jetzt muss man nochmal eine Bombe drauflegen, oder wie? Nein, 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 oh, um Gottes Willen, nicht hochfliegen. So. Ah, jetzt geht die da hoch und dann macht die Bumm. Hä? Ernsthaft? Oh, was war das denn jetzt schon für ein Fail? Jetzt aber. Vielleicht war die zu weit weg. Ah, okay, die war zu weit weg, das war natürlich... Dumm. Jetzt muss ich da irgendwie rein. Gott. Ich habe jetzt auch schon wirklich super lange nicht mehr gespielt, denn ihr müsst wissen, ich habe ja hier vorne 8 Parts hochgeladen. Die hatte ich aber schon aufgenommen, bevor ich diese Pause gemacht habe.
Und jetzt ist praktisch für mich die Pause vorbei mit diesem Part hier. Denn ich habe ja eine kleine Pause gemacht, weil ich noch mal ein bisschen Zeit auf meinem Kanal haben wollte. Und einfach so, ja, mal ein bisschen mehr Zeit zu haben eigentlich einfach nur. Und ja, die habe ich jetzt gehabt. Und jetzt kann es wieder gut weitergehen mit ganz vielen neuen Projekten. Denn für euch müssten jetzt auch schon ein oder zwei, ich glaube eins erst, diese neuen Projekte anfangen. Nämlich das neue Yu-Gi-Oh! Und das neue One Piece Spiel für die Wii U. Erstmal, dass ich ein Wii U Let's Play und erstmal, dass ich ein 3DS Let's Play. Also für mich was komplett Neues. Und da freue ich mich drauf. Seeschrein. Wie kommen wir da dran? Am besten, indem wir da runterspringen, oder? Ja, sieht so aus. Hä? Yay, was ist denn da für ein Glibber da hinten? Richtig ekelhaft. Wii U, genau. Der Film mag ich ja den Let's Play. Wie ist das jetzt? Seeschrein, ne? Okay, gut, dann ist das so. Nicht vom Namen her Wassertempel, sondern einfach Seeschrein, wo irgendwelche random Dinger runterkrachen. Okay. Ah, das war gefährlich. Ich schätze, du solltest zuerst die Stalaktiten runterholen. Okay. Sehen mir verdächtig locker aus. Und wenn du die... Was, wenn du die nur ein ganz klein wenig anstößt, kommen die so bestimmt sofort runter. Heute kann ich wieder sehr gut lesen. Okay, wo wollen die mal abballern? Ich denke mal, die meint damit... Oder warte mal, vielleicht kann ich das auch mit dem Bogen... Obwohl, nee, oder? Ich probiere mal den Bogen aus, weil ich habe jetzt irgendwie keinen Bock, jetzt so viele Pfeile zu verschwenden. Ich glaube, das geht gar nicht bis dahin, kann sein. Na, ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass Wind die abbrechen lässt. Nee. Okay, dann muss ich die wohl abballern. Mit dem Bogen. Egal. Ob ich mir vorstellen kann, dass das mehr... Ja, genau. Verballer erstmal alles. Mehr Schaden macht. Hä? Irgendwas ist gerade mit der... Oh, ich bin schon wieder zu nah an Dings dran. Okay, das klappt nicht. Heißt so viel wie, ich muss die Bomben mit dem Bogen kombinieren, weil ich beim letzten Mal eine Themen bekommen habe. Das ist nicht so gut. Oder ich muss da näher dran. Geil, ich renne jetzt erstmal da runter. Super. Richtig gut gemacht. Was ist da? Ah. Ich hasse diese Wasserspinnenviecherartigen Teile da. Beste Beschreibung. So, dann töten wir mal alles. Was war das? Oh, bist du denn? Oh Gott. Bist du denn für ein Kackvieh? Okay, dieser Arsch ist verwundbar. Ja, ich bin sehr schnell, ich weiß. Ma. Okay, jetzt hier regt mich jetzt auf. Ich gehe jetzt lieber woanders hin. Tschüss. Bitte da hoch, danke. Oh Gott. Ja, das hat jetzt mein Problem nicht gelöst. Jetzt komme ich ernsthaft nicht da dran. Habe ich denn noch irgendwas anderes? Nö. Wie kann ich das denn verbinden? Nö. Oh Mist, ich habe vergessen, wie man machen kann. Ach, ich habe doch einen Brief, ich Trottel. Warum gucke ich denn einfach in den Brief? Das wurde mir doch geschrieben. Bin ich behindert? Oh, ich muss mal kurz ein ganz kleines Stückchen weiter nach hinten und werde mal mein Mikro ein bisschen bewegen. So. Gut. Und jetzt gucke ich mir schnell die Briefe an, denn jetzt kann ich auch wieder normal spielen. Dringende Nachricht. Da. Wichtig. Bombenpfeile. Hm, bitte beachten Sie, dass Bomben in Kombination mit Pfeilen von Z als Bombenpfeil verwendet werden können. Okay. Oh. Also muss ich die Bomben rausholen und dann Z drücken. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Also Bombe und dann... Was ist denn Z? Ach, da ist Z, okay. Das ist jetzt aber nicht gut. Oh. Okay. Hat jetzt irgendwie nicht so ganz geil funktioniert. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass das falsch ist und dass ich da gar nicht machen muss. Irgendwie. Ich glaube nicht, dass das richtig ist. Irgendwann mache ich falsch. Ich verstehe das nicht so ganz. Mit Z. Das hier ist doch Z. Boah, bin ich schon wieder scheiße. Jetzt vielleicht. Warum geht das nicht? Ja, steht nicht. Ja.
Ich verstehe es nicht. In Kombination mit Z. Mit Pfeilen. Ach, vielleicht muss man das in dem Menü da machen? Nee. Doch. Oh, woher soll man das denn wissen? Das ist voll scheiße. Danke. Oh Gott, ist das dumm erklärt. Das muss die mir aber zugeben. Das ist. Gut, man sieht das jetzt, wenn man da draufklickt, aber trotzdem. Das ist ganz schön bescheuert gemacht. Jetzt habe ich erstmal richtig viele verbraucht. Vor allem, weil ich jetzt ja weiß, wie man dieses eine Teil da runterholen kann, weil ich in den letzten Parts gefragt hatte. Kann es sein, dass ich ja gar nicht machen muss? Nö, nee, warum auch? Das ist ja jetzt da runtergekracht. Cool, erstmal 100 Bomben verbraucht. Ich würde sagen, das ist eine gute Bilanz. Danke, ich bin heute ein richtiger Profi. Gott, bin ich heute scheiße, ne? Gehen wir mal hier hoch. Gehen wir mal hier hoch, habe ich gesagt. Oh Gott, Link, was hast du denn? Was ist denn los? Und jetzt? Wird da abballern oder nicht? Danke. Mann, das ist aber auch blöd gekennzeichnet. Hier ist alles blöd, ich kann das Spiel nicht. Die ersten Tempel habe ich alle gut hinbekommen, jetzt fällt ich schon im allerersten Raum. Ich würde ja jetzt eigentlich schon gerne hochgehen, aber dann muss ich nochmal einen Pfeil verschwenden. Egal. YOLO. Ich hoffe mal, die können in der Hand explodieren, aber ich denke mal schon, weil die brennen ja schon. Auch wenn ich nicht verstehe, wie Link die Bombe auf einmal so klein macht. So, jetzt mit dem Herz, denn ich habe ein bisschen Leben verloren. Danke, das brauche ich jetzt unbedingt. Uah. Wäre schön, wenn ich ein paar Bomben finden würde, aber soweit ich weiß... Oh. Soweit ich weiß, gibt es diese Unterwasserbomben gar nicht zu finden, sondern nur zum Kaufen gefunden. Ich habe das Gefühl, dass ich das jetzt noch länger brauchen werde, deswegen lasse ich das mal zusammen ausgerüstet. Und gehe mal direkt weiter. Ich habe jetzt länger für den Raum hier gebraucht, als für manch andere Tempel, glaube ich. Oh Gott, was geht denn da ab? Ich würde mal sagen, ich baller den voll ab. Och nein, ist das dieser Tempel? Den fand ich ultra verwirrend. Da habe ich, glaube ich, voll lange für gebraucht. Oh nee. Das finde ich nicht gut. Bäm, voll im Maul. Okay, die Bombenpfeile sind sehr, sehr effektiv, muss ich feststellen. Und ich sollte eventuell meine Robe wechseln, kann das sein? Ich meine, der kann sich eh so schnell umziehen, da kann ich mir doch mal leisten. Eben das andere anzuziehen, denn diese Wasserrobe macht, dass man viel mehr Feuer- und Eisschaden bekommt, habe ich gelesen. Und das wollen wir nicht, ne? Ich hoffe nur, man braucht die jetzt nicht die ganze Zeit. Hallo? Oh Gott. Man wird vermutlich dieses Teil auch nur in dem Tempel hier brauchen. Ja genau, das ist wie Hogwarts, so eine scheiß Treppe, die ich die ganze Zeit dreht. Oh, das fand ich so verwirrend. Das ist, glaube ich, echt ein schwerer Tempel. Aber egal, dann ist auch mal eine Herausforderung da, weil bis jetzt war irgendwie in dem Spiel eigentlich noch nichts wirklich schwer, außer halt dieses scheiß Kutschenrennen. Kutschenrennen. Ja, Kutschenrennen. Oh, ich hasse das, ey. War so eine Kacke. Gut, ich roll dann mal hier elegant runter. Ich kann mich nicht einfach da dranhängen, ne? Nö. Egal. Dann gucke ich mal weiter. Lass mich alles zerstören. Unnötige Sachen kriegen, die ich nicht brauche. Gammelt hier unten ab. Da unten ist eine Kiste. Hab ich genau gesehen. Da komme ich bestimmt eh noch nicht dran. Oh Gott, das wird ein Kacktempel. Zumal meine Orientierung ultra kacke ist. Das ist echt so ein Ding an mir, was ich überhaupt nicht habe, nämlich Orientierungssinn. Und das könnte... Was ist denn das? Ah, das ist so ein Hebelding. Und das könnte bei so einem Tempel hier extrem scheiße sein. Okay, hier kann ich schon mal rein. Das finde ich du ganz toll. Oh Gott. Stechen, stechen, stechen. Ich habe zwar kein einziges Mal gestochen, aber ich habe wenigstens getötet. So, hier ist jetzt... Ah, genau, hier waren noch so Wasserräder, die sich nicht drehen. Muss die erstmal anmachen. Gut, da komme ich jetzt auch nicht durch. Ich bin zwar eigentlich sicher, dass man davon Hand drehen kann, aber okay. Gott, wird das kompliziert. Ey, ey, ey. Ich gehe wieder. Standard. Oh. Timer habe ich gestartet, ne? Jop. Läuft. Okay. Komme ich da dran? Oh. Nee, komme ich nicht.
Wie kann ich denn am besten da dranhängen? Ich denke mal, oh, da ist was. Halt gut, ich kann jetzt wieder Geld aufsammeln. Na wow, dann kriege ich Pfeile. Achte darauf, dass sie dir nie ausgehen. Weil sonst stirbst du volle Kanne. Hahaha. Das würde ich sagen. Ich vergessen. Toll. Profi. Soll ich vielleicht mal da runterklettern? Aber hier scheint jetzt nichts zu sein. Wo habe ich die eben zerstört? Ach, die wachsen ja immer nach, ne? Die wachsen immer nach, vor allem. Alter. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Was war das denn? Ich weiß nicht, kann ich die... Ups, ich habe hier ein Mikro geschlagen. Angreifen, wenn ich diesen einen Anzug...